Herzlich willkommen zu Krimi im Kreuzfeuer. Diesmal werde ich mit den Kollegen Jochen König und Birgit Borloni, hallo, hallo, über Sturmfeuer von Tim Erzberg reden. Es ist sein zweiter Roman, der auf der schönen kleinen Nordseeinsel Helgoland spielt. Man sagt immer, die einzige deutsche Hochseeinsel, und deswegen findet da auch eine Hochseeregatta von 8- bis 10-jährigen Kindern statt, die mit ihren Optimisten den Schnellsten ermitteln wollen, und alle Augen sind auf den Zieleinlauf gerichtet, und plötzlich fehlt ein Boot und auch der Junge ist verschollen. Und das löst auf dieser Insel, nicht nur bei dem Vater, sondern auf der ganzen Insel, natürlich helle Aufregung aus, und die kleine Polizeitruppe der Insel muss sich darum kümmern. Eigentlich denken alle, es ist ein Unfall. Nur die stellvertretende Leiterin dieser Polizeistation, Anna Krüger, die von übler Migräne gequält wird, warum, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, lässt einfach nicht locker, und so entwickelt sich ein Kriminalfall, der am Ende mit Ereignissen auch noch zu tun hat, die in der Endphase des Zweiten Weltkrieges spielen. Sehr große Emotionen kommen dabei zutage. Es geht um medizinische Fragen, deswegen wird heute die Kollegin Borloni natürlich vieles dazu zu sagen haben. Und ich glaube, wir haben auch heute sehr unterschiedliche Bewertungen dieses Romans. Birgit, wie hast du ihn so gelesen? Mühsam? Also ich muss sagen, ich finde ihn nicht sonderlich gelungen. Ja, das sind relativ viele Aspekte, die mir nicht so gut gefallen haben. Es fängt an mit relativ vielen Logikfehlern in der ganzen Geschichte drinnen, wie ich finde. Dinge werden wiederholt, eigentlich die Anna Krüger schon weiß, muss sie nochmal erfragen, obwohl sie das, wie gesagt, einige Seiten vorher schon erfahren hat. Sie schließt kategorisch eine Tatverdächtige aus, weil die zum Zeitpunkt angeblich im Krankenhaus gewesen sei, dass die erst viel später ins Krankenhaus gekommen ist, scheint ihr in dem Augenblick entfallen zu sein. Es stellt sich schon für mich, die ich auch segel, die Frage, wie überhaupt ein Kind samt Boot verschwinden kann, wenn es in einem Pulk von anderen Kindern segelt, an fünfter Stelle ist, glaube ich, oder so, wie das plötzlich einfach verschwinden kann und es fällt keinem auf. Vor allen Dingen, weil, wenn ich mich recht entsinne, im Opti hält man die Schot selber in der Hand, kann sie also nirgends belegen. Das heißt, sobald das Kind über Bord geht, flattert das Segel im Wind und es fällt auf. Also auch den anderen Kindern drumherum müsste das eigentlich aufgefallen sein. Aber das passiert doch, wenn ich mich recht entsinne, kurz bevor die sozusagen um die letzte Boje in die Zieleinfahrt fahren. Und wenn er außen gefahren ist, kann er doch dann sozusagen verschwunden sein. Und alle gucken nur drauf, wo segeln die anderen dahin. Und keiner guckt auf den Konkurrenten, der an der Außenseite gefahren ist. Aber die, oder? Die hinter ihm segeln, denke ich, sehen das. Also du hast ja, ich bin selber auch Opti-Regatten gesegelt als Kind. Das ist natürlich schon, aber man schaut trotzdem immer, okay, unwillkürlich, wo, was machen die anderen? Also, dass das jetzt keinem von diesen, weiß ich nicht, 20 Optimisten, da sind ja 15 hinter ihm, aufgefallen sein soll. Vor allen Dingen, wenn das Boot in den Wind schießt und dann plötzlich mit flatternden Segeln dasteht, halte ich persönlich jetzt für relativ unwahrscheinlich. Und die Aufklärung halte ich auch für unwahrscheinlich, ohne die jetzt natürlich vorwegnehmen zu wollen. Aber das kann, okay, ich mir nun bei bestem Willen die nicht vorstellen. Die fand ich total spannend, aber okay. Ganze Regatta. Aber Jochen hat da noch ganz andere Punkte. Die ganze Regatta findet ja auch in Küstennähe statt. Da gibt es Zuschauer, da gibt es Boote im Wasser. Also ich halte es auch für höchst unwahrscheinlich. Ja, aber in dem Buch stimmt so einiges nicht. Auch die Polizeitruppe um Anna Krüger. Du hast schon gesagt, sie hat Migräne. Die Frau fällt ab und an um, wenn sie Stress hat. Meines Erachtens ist es brandgefährlich, die zum Außendienst mit einer Waffe zu schicken. Ich würde die maximal Innendienst machen lassen. Diese Truppe ist sowieso beim Ermitteln die Fragen immer freundlich an, dürfen wir Ihnen jetzt mal eine Frage stellen? Nein, ich bin unpässig, ja, dann komme ich später wieder. Also das ist eine Polizeitruppe. Es gibt einen netten Bericht über die wirkliche Polizei auf Helgoland. Die machen einen wesentlich kompetenteren Eindruck. Das stimmt allerdings. Aber ich will mal eben fragen, wenn jemand so eine Migräne hat, ja, sie sagt das ja nicht offen. Das heißt, du sagst, die darf man eigentlich nicht mehr rausschicken. Aber ihr Chef und auch ihre Kollegen alle wissen ja gar nicht, dass sie diese Migräne doch hat. Doch, die wissen das. Die wissen, also dass sie behandeln sie doch ganz fürsorglich. Genau. Ja, nachher, als sie dann ausfällt und dann wirklich sich ins Bett legen aber muss und von der Nachbarin gefunden wird. Aber sie versucht ja, die tatsächlichen Probleme geheim zu halten. Ja, aber dass sie Migräne hat, glaube ich, ist bekannt, weil sie sich
Also zumindest sagt sie das irgendwann, dass sie sich auch schon mal krank gemeldet hätte deswegen. Also ja, aber das Ausmaß, wie sie das so schildert, dass dieser Stalin in ihrem Kopf da rumwütet und so weiter, weil also sie auch ein Trauma hat. Ja, das mag sein, dass das ihren Vorgesetzten tatsächlich nicht bekannt ist, aber dann handelt halt sie unverantwortlich. Das muss man so ganz ehrlich sagen, weil... Aber das ist ja nichts, was ich unrealistisch finden würde. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Arbeitnehmer gibt, die Ausfallerscheinungen haben und dann aber trotzdem arbeiten wollen, weil sie sagen, also ist bei ihr, ich will nicht im Bett liegen. Ist bei ihr schon offensichtlich und es kam auch schon im Debüt vor. Also Stalin spielt auch im Debüt schon eine Rolle. Okay, das ist übrigens einen ähnlichen Schluss, und auch das finde ich schwach, einen ähnlichen Schluss hat... wie der Zweitling, also das ist, diese drei Polizisten sind drei insgesamt, Paul Freitag der Leiter, dann Saskia eine neue und eben Frau Krüger schaffen es auch, sich mit wirklich Gegnern, die keine Gegner sind, in die Bredouille zu bringen, und das erzeugt dann die Spannung, weil sie gleichzeitig irgendwo im Hassel liegen. Das ist nicht wirklich, fand ich nicht spannend und nicht gut durchkomponiert, das ist, nee. Und es dauert auch zu lange, finde ich, bis die Geschichte Fahrt aufnimmt. Also am Anfang ist es so, wie du schon sagtest, man hat so das Gefühl, alle anderen machen was, außer den drei Polizisten. Also die machen irgendwie nichts. Außer hier mal mit jemandem zu sprechen, wenn es demjenigen natürlich nur in den Kram passt. Lassen sich teilweise abkanzeln wie Schuljungen oder Mädchen. Also lassen den Regatta-Veranstalter die Suche nach dem Kind organisieren, was ich dachte, wäre Polizeiaufgabe. Plus, wenn der Veranstalter was zu verbergen hätte, hätte er natürlich jetzt die Chance, irgendwelche Beweise zu vernichten. Also das dauert sehr lange, bis irgendwie mal die Passivität überwunden wird und mal ein bisschen Action auftritt. Und das ist mal ein bisschen spannender. Das ist ein Punkt, da kann ich euch ausdrücklich zustimmen. Ich habe auch so die ersten 100 Seiten gedacht, boah, jetzt muss ja mal ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte kommen. Dass sie beim Ermitteln zögerlich teilweise sind und so weiter, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, liegt auch daran, an dieser besonderen Konstellation. Die Saskia, die ja versucht, auch den Polizeichef da auch mal ins Bett zu kriegen und ansonsten mit dem Veranstalter das dann auch durchexerziert und so weiter. Anna, die ihre ganz persönlichen Probleme hat und überhaupt nicht weiß, was sie von der Saskia halten soll. Also das streut natürlich auch Sand in das Getriebe dieser Ermittlungen. Und den Teil fand das, gut, die sind eigentlich ein bisschen zu stoffelig, stimmt schon. So. Also da hätte es ja Ermittlungen geben müssen, die man Sand hätte streuen können. Ja. Und die fangen erst relativ spät an. Die fangen relativ spät an. Sagen. Was haltet ihr von den historischen Bezügen? Ist das auch völlig überkomponiert oder wirkt das wenigstens glaubwürdig? Nee, da... Das ist... Das, was tatsächlich das Buch ein bisschen rettet, in Anführungszeichen, also das sind die Abschnitte, die mir tatsächlich gut gefallen haben, muss ich sagen. So diesen historischen Bezug und wie Helgoland in der Vergangenheit mal gelitten hat, und wird ja auch im Nachwort erwähnt, dass es tatsächlich reale Bezüge hat. Also die sind auch spannend geschrieben. Also die habe ich viel lieber gelesen als die Hauptgeschichte, muss ich sagen. Auch wenn die immer nur, weiß ich nicht, ein oder zwei Seiten lang waren. Also die habe ich tatsächlich lieber gelesen als den Rest der Geschichte. Was ich schwach fand, war, es ist ja schön, es wird auch an einer Stelle an mehreren Stellen so Tätersicht. Das fand ich völlig daneben, weil das war überhaupt nicht klar, was damit gemeint ist, bis denn klar war, das ist jetzt Tätersicht, und es hat auch nicht zur Erhellung beigetragen in irgendeiner Form. Also wenn es nur die verschiedenen Gegenwartsperspektiven gegeben hätte und die Vergangenheit, hätte ich es besser gefunden als diese halbherzige Tätersicht. Ja, diese halbherzige Tätersicht, das ist tatsächlich, also ich bin normalerweise ein großer Verfechter von den Kapiteln aus Tätersicht. Ich finde das immer sehr spannend, aber das sind ja keine Kapitel, das sind ja nur eingestreute Absätze. Fand ich jetzt auch nicht erhellend. Was meinst du? Das war total willkürlich eingesetzt. Und nochmal zu dem anderen Punkt zurückzukommen, das Buch ist erschreckend schwach geschrieben. Und die interessanterweise sind die historischen, die ja tatsächlich auf der Realität beruhen, die sind wesentlich besser geschrieben. Mhm. Das fand ich hochinteressant, weil die konnte man wirklich gut lesen, die waren spannend und da konnte man auch ein bisschen mitdenken. Der Teil ist auch True Crime, weil das hat es ja wirklich gegeben, diese Verschwörung. Diese Geschichte von Helgoland ist ja eine total spannende, gerade zum Ende des Zweiten Weltkriegs, da geht es um eine verratene Widerstandsgruppe. Das hat er gut hingekriegt, der Rest des Romanes ist, naja. Also noch viel Potenzial nach oben, dann fürchte ich, müssen wir jetzt mal zur Wertung kommen. Ich habe manches nicht ganz so kritisch gesehen wie meine beiden Kollegen, aber mehr als 65 Grad gibt es bei mir dann doch nicht. Und bei euch sieht es, glaube ich, noch ein bisschen dünner aus. Das stimmt allerdings. Also, wie gesagt, Logikfehler, so passive Protagonisten, übertriebenes Ende. Eigentlich hat mir wirklich gut daran bloß die historischen Sequenzen gefallen.
Deswegen gibt es diesmal auch von mir sehr freundliche 39 Grad. Ich kann mich Birgit nur anschließen und sagen, wie letztens bei Wolfswut haben wir wieder eine Ermittlerin mit Trauma. Und weil Wochenende ist, gebe ich mal wieder überaus freundliche 44 Grad. Am Ende enden wir dann doch wieder freundlich. Wie immer.